Ansonsten habe ich mir gerade einen Riss zugezogen, Tom, an meiner Haut am Po. Also aber wirklich an der Arschbacke und Gustav auch. Ach, an der Arschbacke? Ich dachte, du sagst jetzt schon was ganz anderes. Nein. So hart ist aber gefährlich. Nein, nein, nein. Aber weißt du, wie weh das tat? An der Po-Backe. Wir waren beide in Stuttgart im Venue auf der Toilette. Und das muss ich jetzt mal dem Venue ausrichten. Liebe Grüße. Vielleicht tauscht ihr mal die Klobrille aus. Da ist ein winziger Riss drin, den man nicht sieht. Und wenn man sich dann da drauf setzt und man steht dann auf, dass der ist so ganz klein, dass der, wenn du dich, weißt du, du setzt dich ja auf die Brille und dann flatscht der deine Haut so auseinander und dann geht quasi diese weiche Haut in diesen kleinen Riss rein. Und wenn und du beim wieder aufstehst, Aufstehen schnell bleibt dieses, in diesem winzigen Riss, bleibt das hängen, reißt du diesen Stück Hautfetzen da raus. Weißt du, wie das wehtut? Weil du das auch gar nicht erwartest. Null. Nee. Du stehst ja auch so ganz mit voller schnell Geschwindigkeit. Mit voller Geschwindigkeit. Froh, dass du das Geschäft erledigt so hast. Und dann bleibt da dieser kleine Hautfetzen drin hängen. Das tut so weh. Inside of someone else's place. Hey guys, we are ready. We are almost on stage in Hamburg. You guys ready? Yes! Woo! Woo! Moin! Let's go. Reste von Brand.